Guten Morgen. Wir haben Montag. Wir wünschen euch allen einen schönen Montag. Und wir haben frei. Wir haben frei, genau. Montag, dem 5. August 2019. Da ist Klärchen, die mich total blendet. Deshalb haben wir da Puck, die Sturmfliege. Ja, danke. Sehr nett wieder. Charmant, und charmant. Das da ist unsere Aussicht. Das haben wir heute Morgen dann gesehen. Das da haben wir gesehen. Also wir haben ja richtig schöne Sachen gleich am frühen Morgen gehabt. Ja. Kann euch ja mal nochmal mit der anderen Kamera zeigen. Kleinen Moment. So, schaut's euch an. Genau. Herrlich. Das ist die eine Ansicht. Und jetzt wird Stefan nochmal nach links gehen. Ja, Augenblick. Weil da haben wir auch etwas noch weiter links, noch ja. weiter links. Ah, genau. Ach so, was Besonderes. Und zwar, das sind die Sportgeräte von den Norwegern. Das heißt, das ist Windfügen, muss von einem zum anderen gehen. Und wenn du gewonnen hast, hast du einen Schinken im Fisch gewonnen. Ja, genau. Wenn du gut genug warst. Also, vielleicht kann man es noch sehen. Wartet mal. Ich will mal ein bisschen hingehen. Ja, hier vorne. Oder ist es das nicht? Ah, nee, das ist Plastik. Ja, Plastik wollen wir natürlich nicht. Irgendwo haben wir... Da hinten drinne, glaube ich. Da müsste noch was liegen. Wenn hier reingeht... Ja... Das sieht aus wie Fisch. Also es ist getrockneter Fisch halt, ne? Da sind so mal Reste, sage ich mal, davon. So sieht das dann aus. Das hängt dann hier komplett unter diesen, ja, an diesen Holzhölzern. Und dann wird das hier getrocknet. Genau. Ja. Es war relativ ruhig hier in der Nacht, aber man ist halt direkt an der Bundesstraße hier. Wir werden jetzt weiter. Wir hoffen, dass die Sonne auf der Westseite auch noch gut ist, denn da soll es einen tollen Strand geben. Ja. Und da wollen wir eigentlich hin. Mhm. Und wenn das Wetter einigermaßen gut ist, wollen wir vielleicht in den Atlantik. Ob wir das machen, wissen wir aber noch nicht. Naja, also ich glaube, rein geht noch, aber wenn du dann rauskommst und den kalten Wind hast, dann ist es sehr... Ja, man braucht sofort das Handtuch, muss sehr witzig, in der Nähe, ja. Gleich in der Nähe sein. Gleich alles in der Nähe. Na, wir wollen mal schauen. Genau, also wir melden uns dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Angekommen hier auf den Lofoten, da ist er und es ist ganz schön kühl. Der da muss mal weiter weglaufen. Ja, ja. Der da unten hat keine Lust und will nicht ins Wasser springen. Dementsprechend machen wir es wohl nicht. Vielleicht kommt ja noch ein anderer Tag, wo ein bisschen mehr Sonne ist, weil was richtig genial ist. Und da drehe ich mich mal ganz schnell. Richtig schlecht Wetter in den Bergen. Hoffentlich bleibt das da und kommt nicht hierher. Wollen wir gar nicht haben.
So, schaut euch an. Ihm ist jetzt schon kalt. Aber hin oder her, schaut euch mal bitte die tolle Natur hier an. Können wir noch mal ein bisschen ranzoomen. Die Berge sind in Wolken gehüllt. Dem Marcel ist kalt, wie man sieht. Und der wollte noch schwimmen gehen. Da hängen noch ein paar graue Wolken. Aber zum Beweis, ich bin auch drin. Im Atlantik. Sehr schön hier. Wir sind wieder drinne. Ja, ist doch echt ein bisschen frisch hier draußen. Der hier, ein Zehntel davon. Also wir haben eine Lufttemperatur von 10 Grad. Ja. Und ich denke mal, das Wasser wird auch nicht viel mehr haben. Also das ist auch relativ kalt. Das gehst da rein und... Gehst auch wieder raus. Es prickelt alles gut. Ja, also... Aber wir waren im Atlantik, deshalb, auch wenn wir nicht ganz baden, aber... Nee, naja. Also das kann man besser machen. Da muss man nicht in den Atlantik gehen. Also dann sucht man sich eher nur, wo es dann angenehmer wärmer ist. Ja. So, wir suchen jetzt den nächsten Spot, gegebenenfalls Einkaufsladen und auch, wo wir übernachten. Auch wenn es gerade mal kurz nach 11 ist. Aber wir wollen ja auch noch das ein oder andere erleben. Ja, genau. Und jetzt schauen wir uns weiter die Lofoten an. Wahrscheinlich 4 Tage werden wir nicht bleiben. Also wir werden wahrscheinlich schneller durch sein, als wir dachten. Mal sehen. Aber wir lassen uns einfach Zeit. Genau. Man guckt, wenn man irgendwo hängen bleibt, bleibt man hängen. Und wenn nicht, fährt man weiter. Genau. So einfach ist es. Das ist das Schöne am Kreuzfahrt-Bulli-Dasein. Genau. So. Bis dahin. Bis dahin. Hallo. Da sind wir wieder. Gemütlich gemacht. In unserem Zelt. Eingekauft. Haben wir. In einem großen. Rema 1000. 1000, genau. Wird heute Abend mal was ganz Neues geben, wenn wir unterwegs sind. Mhm. Ja, Aussicht haben wir eine bessere als ihr. Ihr seht nur uns. Wir sehen auf den Atlantik. Und die Berge der Lofoten. Mhm. Wir sind auch noch relativ weit unten, also wir sind noch gar nicht weit raufgefahren. Leskens oder wie das Ding heißt. Oder Laskens. Lekenes oder irgendwie sowas. So, in dem Dreh. Wir blenden es mal euch ein. Genau. Da ist auch gerade die MS Orchestra. Das ist gerade reingekommen. Mhm. Mhm. Und ja, da haben wir nur eingekauft, sind jetzt wieder so 15 Minuten zurückgefahren. Und haben halt diesen Platz hier gefunden. Der ist ideal halt, dass wir jetzt in Ruhe essen können, dass wir heute Abend halt draußen kochen können. Wenn das Wetter hält, das werden wir dann sehen. Mhm. Ja, duschen können und halt einfach mal den Tag relaxen. Es ist Montag, Montag ist schon Tag. Genau. Ja. Jetzt werden wir erstmal eine Servelatwurst essen und dann einfach mal schauen, was noch so passiert. So machen wir das. Also, guten Hunger. Bis dann. So, wir haben gerade lecker Obst gehabt und so eine Servelatwurst. Ja, es war ganz gut. Und jetzt hatten wir uns gedacht, wir wollen euch natürlich auch mal den Platz zeigen, wo wir gerade stehen. Wir sind am Arsch der Welt. Ja. Das wissen wir. Aber dafür ist es auch, glaube ich, hier nachher ruhig, ne? Das denken wir auch. Ja. Wir werden euch die Koordinaten mal einblenden. Sie sind aber auch unten in der Beschreibung beschrieben von diesem Platz, wie bei allen Plätzen, da wo wir es noch nicht gesagt haben, guckt euch die anderen alten Videos nochmal an, da stehen sie auch in der Beschreibung. Genau. Und jetzt werden wir gleich mal nochmal die Kamera wechseln. Genau. Und dann euch mal so den Platz zeigen, damit ihr mehr seht. So, das ist die Aussicht jetzt, wo wir gerade eben die Aufnahme schon begonnen haben. Also zur linken. Zur linken Seite, jetzt genau. Zur rechten Seite. Unten ist noch ein Parkplatz. Also wer sozusagen so einen, ja, teilintegrierten oder
so einen voll integrierten Camper hat, der ist, glaube ich, da besser aufgehoben. Weil diese Straße hier geht ziemlich hoch, zeigen wir gleich auch nochmal. Das ist der andere Blick. Kann man ja wohl nicht meckern, würde ich sagen. Genau. Und jetzt müssen wir nochmal den Blick nach vorne werfen. Also für uns jetzt nach vorne, für euch nach hinten. Wo? Denn da steht er. Katsching, da ist der Bus. Pavillon mal wieder. Weil wir gedacht haben, naja, besser ist. Wobei wir werden. Also Mücken sind hier nicht so viel. Es sind ein paar Fliegen da. Die sind wir halt so mit halt los, wenn wir gerade das nachher essen wollen, was wir nachher essen wollen, dann ist das besser. Genau, dann nerven die Fliegen auch nicht so beim Kochen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen nach vorne, kommen Sie mal mit. Und zwar zeigen wir euch mal jetzt den Weg, den man hier hochfahren muss. Genau, also das ist hier dieser ganze Schotterweg, den man hier hochfahren muss. Linke Seite sind noch ein paar andere Autos, sage ich mal. Kommen Sie mal ran. Ja, ich soll mal hinterher. Damit man wirklich sieht. Also da unten ist dieser Weg jetzt hoch, ne? Ja. Ich ziehe das auch noch mal ran. Also man kann fahren, es sind einige Bodenwellen drin, schön langsam, dann geht das. Aber mit dem Wohnmobil selber würde ich das jetzt nicht machen. Mit dem Transporter kein Ding, aber Wohnmobil. Auch mit dem Kastenwagen ist das kein Problem. Ja, das denke ich, das geht da auch immer noch. An Zottel und ich weiß gar nicht, wer ist der denn? Der Prinz? Prinz Charming ist doch, glaube ich, die Katze, ne? Weiß ich nicht, aber... Ach, um Gottes Willen, es tut uns sehr leid, ich weiß es jetzt auch nicht. Aber der Prinz. Der Prinz auf jeden Fall. Der Prinz von Iris und Uwe, der würde, glaube ich, ja auch hochkommen, ne? Ja, das ist ja auch noch so eine Art Kastenwagen. Ja, das ist schon ein Kastenwagen. Es ist ein Wohnmobil-Kastenwagen. Ja. Ja, wie gesagt, Hammer-Aussicht, die wir hier haben. Also, Wetter passt natürlich, ist klar. Wir freuen uns auch schon auf morgen früh, wenn wir aufstehen. Man kann hier wohl auch wandern gehen, das geht wohl in diese Richtung dann noch weiter. Da gibt es dann halt Wald und so weiter da oben. Wo es da genau hingeht, wissen wir auch nicht. Sind wir halt jetzt auch nicht gelaufen. Ne? So viel zu dem Platz hier. Ich denke mal, er ist ansprechbar. Ne? Also man kann den... gemütlich. Wir würden den auch empfehlen auf jeden Fall. Also es gibt noch einen Campingplatz da, wohl 3, 4, 5 Kilometer weiter. Also da geht es hinten zwischen die beiden Berge da durch. Also ihr seht hier, hier sind halt die Fliegen noch. Ne? Da geht es halt durch diese beiden Berge da durch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Hintergrund sieht. Da irgendwie muss es da hinten noch dazwischen irgendwo noch durchgehen. Mit dem Tunnel und dann auf der anderen Seite ist dann dieser Campingplatz. Der kostet, ich glaube, 120 Kronen oder sowas, habe ich gelesen. Ja. Für Camper, ja. Naja, gut. Wer da gerne drauf ist, wir stehen lieber frei und deshalb stehen wir hier. So, das soll es aber jetzt gewesen sein. Ein kleiner Tipp. Jetzt soll es tatsächlich etwas mal geben, was keiner glaubt. Wir müssen es vorhalten. Ja, du kannst es gerne mal vorhalten, vor die Kamera. Es gibt tatsächlich Lachs. Wer hätte es nicht gedacht? Ja, wollen wir mal gucken, ne, wie das ist. Also wenn man schon mal in Norwegen ist, denken wir, wollen wir auch mal ein bisschen Lachs machen. Macht Stefan das erste Mal auch. Wir sind gespannt. Naja, ich habe andere Zubereitungen schon gemacht im Ofen und so weiter, aber jetzt hier nach vorne, das ist ja nur anbraten. Also von daher ein bisschen Salz, Pfeffer drauf. Soll man ja auch genießen können, ohne dass das großartig verfremdet wird, der Geschmack, ne? Ja, sind wir mal gespannt, ob das so wird. Auf jeden Fall, selbst dafür ist unser Kamera-Equipment wunderbar geeignet, das zu filmen. Genau. Aber wir filmen das jetzt nicht die ganze Zeit, wie da Blumenkohl und Kartoffeln fertig sind. Nein. Das dauert ja ewig. Das dauert jetzt eine Weile. So ist das. Juti, dann wisst ihr, um was es heute gibt. Und wir sind gespannt, wie es schmeckt. Ich auch. Ja, ich Essen würde sagen, ist fertig. Bisher gelungen. Auch wenn er jetzt meiner ein bisschen zerbröselt ist. Ich persönlich mag die Haut nicht, deswegen wird für mich das, mache ich das ab. Marcel habe ich das sicherheitshalber auch abgemacht, weil nicht, dass er da auch nicht so der Fan von ist. Es wird für mich eh jetzt eine Überraschung werden, weil normalerweise esse ich das gar nicht. Das erste Mal für dich, ne? Ja,
Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Hat ja mein Mann gekocht, eigentlich müsste es gut schmecken. Lass es dir schmecken und Prost. Genau. Auf uns. Auf die nächsten Reisen und diese Reise noch. Die geht noch 2 Wochen. Wir knuspern immer noch oder wir trinken immer noch an unseren 2 Flaschen rum, die wir vorgestern aufgemacht haben. Ja, so schnell werden sie nicht alle. Aber ist doch nicht schlimm, wir sind ja keine Säufer hier. So. Und weil, genießen. Ja. Und weil wir in Ruhe essen wollen, kriegt ihr irgendwas jetzt zu sehen und wir... Den Drohnenflug. Wir essen jetzt. Also... Bis dahin. Bis später. Keine Gräten. Ganz tolle Qualität. Aber kein Wunder, die haben hier auf den Lofoten natürlich auch ihre Zuchtstationen, wo dieser Fisch vielleicht auch sogar herkommt. Man weiß es nicht. Und schmeckt's? Mhm. Sehr gut. Also mir ja. Und mir auch. Und deshalb läuft das Video schon wieder. Weil, naja, muss ja Beweisbilder geben, dass ich tatsächlich hier so einen Fisch esse. Sonst glaubt mir das ja keiner. Hier in Norwegen, da muss das irgendwie auch mal sein. Zumal die Qualität hier auch ganz toll ist. Und vom Preis auch geht, ne? Also wenn man im Vergleich die ganzen anderen Preise sich anguckt, vielleicht schaffen wir es auch noch so einen kleinen Supermarkt-Rundgang mal irgendwie zu machen. Na, vielleicht morgen. Ja, mal gucken. Da muss man schon ganz ehrlich sagen, es ist im Vergleich zu den anderen Lebensmitteln, die alle das Doppelte oder sogar Dreifache eher kosten, ist dieses hier mit dem Fisch eigentlich genauso teuer wie bei uns. Also von daher ist total in Ordnung. Kann man gut kaufen und für die Norweger wird es günstig sein. Das da kann man nicht mehr sagen teuer. Preis-Leistung ist. Ja. Ich würde sogar sagen, mehr Leistung für den Preis ja. Hat man hier bekommen. Und ich bin ja nun überhaupt gar kein Fischesser eigentlich. Also. Aber wir essen jetzt erstmal weiter. Genau. Bis später. Also, macht was anderes. Also wartet einfach jetzt, gleich geht's weiter. So rum. Wir haben aufgegessen und es war wirklich lecker. Ich habe nicht ganz aufgegessen, deshalb ist die Kamera auch da nicht hin. Aber da ist nur noch Kartoffel und Blumenkohl, weil mein Göttergatte war sehr, sehr, sehr verliebt. War da Salz drin. Aber es war nicht so salzig wie damals unser Blumenkohl in St. Peter-Ording. Also das ging noch. Aber sonst der Fisch und alles andere, es war schon lecker. Ja, so viel dann mal hier zu gucken. Ne? Der Herr trinkt den Wein so gut wie leer. Jetzt hat er, wahrscheinlich würde er die Flasche heute leer machen. Ich glaube nicht, dass er die Reste noch... da lässt und er nickt aus der Ferne. Ja, wir werden jetzt abwaschen, haben nämlich einiges, also ich glaube Teller, Töpfe, eine ganze Menge. Und das Frühstück ist auch noch da. Dann wollen wir duschen und dann ist der Abend eigentlich schon gekommen. Aber vorher werden wir uns auf jeden Fall nochmal melden und wahrscheinlich mit der Aussicht, die wir da haben, da werden wir unser letztes Video für heute machen. Ja, und das war es dann erstmal und ja, wir sehen uns dann frisch geduscht, in aller Frische und vielleicht auch rasiert, weil das wird auch mal Zeit nach über eine Woche, dass man mal hier das alles wieder wegmacht, sehen wir uns dann. Sieht, wir sind nicht weitergekommen, weil wir immer wieder was anderes getan haben. Und zwar haben wir erstmal unsere Schwiegermamas angerufen und unsere Mamas. Je nachdem, wie man es sieht, eigentlich sind es unsere Mamas. Gehören ja beide dazu. Deshalb liebe Grüße, wenn ihr das seht. Irgendwann seht ihr das ja bestimmt. Ja, jetzt setzen wir endlich mal heiß Wasser auf, damit wir dieses ganze Gedöns, was hier so rumsteht in diesem Netz, abgewaschen wird. Ja, alleine sind wir auch nicht mehr. Haben Besuch bekommen. Da hinten
Also hinter dem Bulli stehen jetzt noch Camper aus den Niederlanden, wenn ich das Kennzeichen richtig erkannt habe. Die haben den schönen Platz also auch für sich entdeckt. Und da machen sie auf jeden Fall alles richtig. Sie haben dann die Ausblick dort auf, das könnte eher so Fjord sein, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben auch eine wunderbare Aussicht, werden sie bestimmt den ganzen Abend genießen. Was richtig schlimm ist an diesem Platz, deshalb mache ich jetzt schon wieder eine Aufnahme, obwohl wir ja nichts wirklich erlebt haben. Das sind echt die Fliegen. Wir sind so froh, dass wir dieses Moskitonetz rundum haben, weil du stehst draußen, guckst dir gerade die Landschaft an und da kommt eine Fliege nach den anderen. Das ist nicht so schön, aber sonst, wenn das das große Problem ist, Fliegen, ich glaube, wir machen alles richtig. So, jetzt kommt das Wasser, das heißt, ich muss wieder helfen. Kamera muss dann aus sein, weil sonst beschwert sich der Herr, dass ich nichts hier mache. Das wollen wir. So, man könnte meinen, man ist am Mittelmeer oder sowas. Ja, zumindest wir stehen hier im T-Shirt rum. Ja, also beide im T-Shirt. Und ich Frostbeule im T-Shirt. Es ist, also innerhalb dieser, also in der Sonne ist es noch total warm, obwohl wir laut Wetter-App nur 13 Grad haben sollen. Also wenn das 13 Grad sind, ganz ehrlich, dann dürfen das immer 13 Grad sein. Dann brauchen wir es gar nicht. Aber wie ihr seht, ja, ja. Wir sind frisch, geduscht, rasiert. Dementsprechend, lieber Günther, wir haben es gemacht. Ne? Ja. Ja. Wir haben ja heute, wir müssen ja einige erwähnen hier, wie man nicht alles erwähnt in diesem... hier sind die Fliegen In dem Video. Also es liegt nicht, also wir haben nicht gestunken. Nein. Wenn die Fliegen immer noch da sind, obwohl wir frisch geduscht sind, dann kann das nicht an... Lass es da oben, lass es besser, wenn es da oben ist, als auf uns. Dann geh doch da hin. Geh weg, weg, weg. So. Dann werden wir Daten sichern und nochmal Daten sichern. Es ist einiges. Also wir haben bestimmt wieder ein paar Gigabyte. Genau, weil wir sichern so alle 2 Tage. Das reicht eigentlich aus. Wir hoffen immer, dass nichts passiert dazwischen. Aber es klappt eigentlich. Ja, und dann werden wir bald zu Bette gehen. Morgen haben wir Pi mal Daumen. Naja, mal gucken. 250 Kilometer ist insgesamt, wahrscheinlich 125 Kilometer werden wir morgen fahren. Ja, vielleicht so 150 schon. Wir müssen sehen, je nachdem auch wann ein Schlafplatz da ist. Genau. Irgendwie. Also nur einfach gemütlich. Wir werden nach 125 Kilometer den ersten Schlafplatz, der dann kommt. Wir werden auch morgen das erste Mal Wasser tanken. Na, ja. Also wir haben das vorher ja auf dem Campingplatz das letzte Mal getan. Es ist noch nicht leer, das Wasser, aber sicher ist sicher, dann hat man schon mal ein bisschen was. Man findet hier eh an jeder Ecke irgendwas. Also das ist definitiv so. Überall wird dieses Campingschild angegeben mit Wasserentsorgung und auch Versorgung dann sozusagen. Und das ist hier gar kein Problem. Also wie alle auch berichtet haben, gibt es hier an laufender Stelle. Fast jeder Parkplatz hat es. Ne? Genau. So, haben wir noch was zu sagen? Nö. Eigentlich nicht, weil bestimmt sein Arm wird wieder schwer. Ja. Und deshalb sagen wir gute Nacht. Gute Nacht. Und bis morgen. Bis morgen. Ciao, ciao.